ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wieder so... Was gab es letztes Mal? 900, ne? Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Bei den vielen, die wir jetzt schon gefunden haben. Diamant. Ja, nice. Was ist das für ein Würfel? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir müssen das einfach da reinpuzzeln. Dann haben wir den nächsten Krog. So, wir haben die Topas. Tun wir nur noch den Krog dahin. Oh, reicht nicht von hier. Jetzt garantiert will sie jetzt gar keine Dings mehr haben. Jetzt will sie irgendwas anderes haben. Bei meinem Glück. Wenn wir sie denn überhaupt wiederfinden. Da. Ja, okay, wir haben keine 10 Rhodonite. Haben wir denn? Ich finde es schade, dass sie das nicht nochmal Materialien. Das hätten sie Nahrung und Herze und so extra. 4 haben wir gerade mal. Okay. Falls ich die überhaupt kaufen kann gerade, aber ich kann mir eh nur eins leisten, ne? Zu einem günstigen Preis. Okay. So, ich guck mal, wie das mit dem... Okay, die Brandschutzdings sinkt gar nicht, die Leiste. Ach, da oben. Wow. Na, sowas in Zeiten wie diesen hätte ich niemals erwartet, hier ausgerechnet einen Liliana anzutreffen. Denn im Moment verhalten sich die Goronen wirklich merkwürdig. Und es war nicht leicht, hineinzukommen. Schlimmer noch, man kann mit keinem von ihnen wirklich ein Gespräch führen. Dabei bin ich doch extra nach Goronia gereist. Schließlich würde ich so gern in den Felsschmelquellen baden. Ja, da geht nichts rüber. Nichts. Findest du nicht auch? Verzeihung. Ja, mir wohl ein bisschen die Pfade durchgegangen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nur, dass es sich dabei um meine geheime Thermalquelle in der Nähe von Goronia handelt. Das macht gerade den Reiz aus. Nur die Eingeweihten wissen davon. Also Thermalquellenkenner versammeln sich an Thermalquellen. Logisch. Bitte wohl mit der Goronenquelle anfangen. Da ist schon wieder das komische Gefährt, was wir uns bauen können. Da hinten ist das Loch. Hier geht's auch noch rein. Oh, Blutmond. Ist mir die nicht einfach nur... einen Apfel reinschmeißen? Oder auch einfach... andere Vase dahin legen. Blutmond. Wer
wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Wie euphorisch sie das so sagt, ne? Das klingt so richtig, als wenn das richtig cool ist, so. Wow. Noch schlechter ging, glaube ich, nicht, oder? Na, hier ist alles nur, hier ist kein richtiger Riss, ne? Also hier ist so ein bisschen Miasma. Aber da kannst du nicht reinklettern. Die haben halt hier auch alle schon so Rüstungen und so. Das ist halt das. Echt ein bisschen aufpassen. Kommt man aber echt nicht rein. Ich dachte, hier wäre man vielleicht irgendwo reinklettern können. Ein Lager. Der Truppenführer hat diese Waffe hier gelassen, damit auch ein Koch wie ich sie im Notfall sich verteidigen kann. Aber solange ich lebe, werde ich nur eine einzige Waffe verwenden. Meine Kelle. Also nimm dieses Ding hier ruhig mit. Okay, vielen Dank. Ist so ein Wagen, aber sonst. Wir werden mal probieren, ob wir da jetzt in diese Minen reinkommen, wenn wir zumindest ein Rüstungsteil haben. Und halt ein bisschen ja. Ein Rubin ist 20, ein roter Rubin ist 20. Also haben wir jetzt schon mal 24 wieder bekommen. Ja, nice. Vielleicht fangen wir nämlich dann nicht gleich an zu brennen. Okay, doch. Und zumindest unsere Ausrüstung. Warte mal, das ist es nämlich. Ich müsste. Boah, ich muss einfach nur Dings, ich bin auch dumm. Metallausrüstung und so ausrüsten. Dann geht das doch schon mal. Besser. Da vorne. Er hat auch Erze, aber da komme ich jetzt nicht ran. Muss hier nochmal wieder Hitzeschutz auffrischen. Okay. Ist tot. Ja. Nett hier. Sehr nett. Achso, da hätte man den Weg ändern können.
Jetzt fährt mein Teil einfach weiter. Ohne mich. Ich will. Genau. Oh, die ist halt heftig. Damit wir den mal eben schnell weg haben. Und Feuerraubschleinstein. Das ist halt cool, dass wir jetzt hier auswählen können, was wir wegschmeißen wollen. Das Soldatenschwert ist, glaube ich, gar nicht mal so bad. Was halt ein Dings ist. Leuchtsteinschwert, das können wir mal wegschmeißen. Das habe ich ja eh nur für das eine Teildeck gecraftet. Ah, ja, super. Ah, das ist halt so ein Feuerstab, der ist halt eigentlich auch echt nice. Aber das können wir uns zur Not selber herstellen. Weil das ist halt ein blankes, glaube ich, besser als das, was ich schon benutzt habe. Bin ich jetzt eigentlich wirklich bis hierher geflogen? Mit was wir so kriegen können. Wer weiß, wofür wir das nochmal alles gebrauchen können. Ich muss mal unbedingt eine andere Waffe auswählen. So. Zum Kämpfen und so. So, jetzt müsst ihr eigentlich rein theoretisch rumfahren. Das Teil wegkicken. Okay, er kann's mitschieben. So, dann könnten wir hier rein theoretisch. Wobei wir überleben hier sogar tatsächlich, ne? Wir müssen nur gucken, dass unsere Sachen nicht verbrennen. Also, ich verbrenne jetzt ja gar nicht mehr. Rock ausgeschaltet. Ich spreche mal vorsichtshalber. Wer weiß, was hier passiert. Wow. Das Teil ist nicht richtig drauf, ne?
Es hing noch auf dem Teil drauf. Gibt es auch eins, dass wir nach oben fahren können. Dann kommen wir da in die Mitte, glaube ich, ne? Boah. Der trifft das Teil nämlich. Nee. Wir entgleisen gleich. Okay, wir schaffen das. Der stand schon irgendwie nicht mehr auf den Schienen. Ja, nice. Okay, hier sind auch noch zig Sachen. Die holen wir uns gleich. Oh, das ist, glaube ich, ein... ganz guter Schrein hier. Etwas seltener hier unten. Man kann Wildpferde auch füttern. Dann, ja. Oh, das ist raueres Segen. Zauberstab, der ist aber halt auch nicht mehr wie die Steine. Ich sag's schon weg. Ist einfach, weil es schon schwierig war, hier hinzukommen. Deswegen sagen sie dann, okay, das ist einfach einer, da kriegt man so die Belohnung. So, jetzt brauchen wir halt wieder nur noch einen und dann können wir uns überlegen, ob wir Ausdauer oder Leben holen. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier noch ein bisschen Geld verdienen und dann können wir uns die Rüstung leisten, hoffentlich. Das wäre halt der Traum. Was sind halt leider alles nur die mickrigen Teile hier, glaube ich. Aber allesamt. Ja. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob die uns jetzt durchlassen. Oh, hier rennt einfach so ein schwarzer Boss-Typ rum. Ja, nice. Manchmal ist er echt nützlich. Der ist ein bisschen stärker, da müssen wir aufpassen. Ah, jetzt ist mein Steinspalter kaputt.
auch so nice. Dass das einfach zwei Waffen sind, die miteinander verbunden sind. Also wir haben hier Reiselanze mit Dings. Mit verrosteter Labarde. Auch so richtig cool. Boah, was, wir hatten doch letztes Mal, gab es doch so ein Bombenmodul, oder nicht? Das fehlt mir jetzt so viel. Okay, das sieht komisch aus in der Höhle. Boah, wir brauchen das Gefährt, um da weiterzufahren. Okay, das ist, das Teil ist komplett hinderlich da vorne. Das hat mir einfach Plattformen in den Weg gepackt und jetzt hänge ich an diesen Plattformen fest. Wow. Boah, aber ich sehe gerade was. Das würde ich gerne an sich ausprobieren, aber dafür habe ich nicht genug Bomben. Das ist so dumm. Das Teil... eingebaut. So, das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist das Teil komplett einmal dann wieder drehen. Und in der Hoffnung, dass ich da rüberkomme, genau. Jetzt. Kommen wir hier rüber. Das ist eine besondere Kiste hier. Flammenkopfschmuck bei Hitze, Feuerangriff dazu. Nice. Kreucht euch mal zusammen. Da vorne ist das Bergbau-Dings. Der Meinung, hier war irgendwo eins, wo wir rein konnten in diese Höhlen. Boah. Ich weiß nicht, ob die uns jetzt schon durchlassen. Das hier? Die Antifeuerrüstung. Ja, lol, die hätten wir auch einfach kaufen können. Ich hätte einfach für 700 hier die Rüstung kaufen können. Wow. Dann hätte ich das einfach weiterspielen können. Ja, und jetzt kommen wir hier nämlich auch rein. Stunden irgendwelche Steine gefarmt für nicht. Es ist Zelda. Aus diesen komischen Steinen kommt das raus. Hör endlich auf, Juniboss. Zieh die doofe Maske aus. Wir wollen, dass du wieder unser lieber Juniboss bist. Der wird kontrolliert. Mia. Prinzessin Zelda hat recht. Schlimmsteine machen alle Geronen glücklich. Oh, jetzt ist, Hey.
Ja, lol. Der gerade mit einem Hit ein Viertel Leben verloren. Ja, super. Aber nur wenn der K.O. ist, ne? Ja, super. Warte. Vielleicht drauf. Weiß nicht, wohin der ausweicht. Ich kann so schnell gar nicht rennen. Muss einfach wahrscheinlich hiermit. Selbst da kann ich nicht so schnell klicken. Das ist, muss mich wahrscheinlich bewegen. Ja. Am besten immer Bewegung bleiben bei dem. Die Maske ist kaputt. Die hat ihn kontrolliert. Aber warum macht sie das? Was war denn los mit mir? Tukatschin, Hofrag, was ist passiert? Ich habe die Maske von Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann... Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich muss unbedingt Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Ach ja, wo ist Prinzessin Zelda? Da, Prinzessin Zelda. Jetzt hat sie irgendwas gemacht, dass das hier einbricht? Warum? Alles in Ordnung? Niemand verletzt? Ah, jetzt kommt's. Moment, was ist das denn? Ich hab da was gehört, oder nicht? Egal, Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Die Hylianerin mit den blonden Haaren war Prinzessin Zelda? Ich muss sie unbedingt fragen, was es mit der komischen Maske auf sich hat. Und wegen den Schlemmsteinen vielleicht auch. Jedenfalls los, nichts wie raus hier. Diese roten Felsen kriegt man nur mit einem Rollangriff kaputt. Aber wenn ich mich selbst so durch die Gegend teleportiere, sehe ich doch gar nicht, wo ich hinrase. Link, hilf mir und zeig du mir, wo genau ich hinkugeln soll. Du zielst, ich donnere los. Ah. Damit können wir die zerstören. Okay, das ist nicht so einer. Einfach nur eine Wand. Da vorne ist aber noch einer. Okay, der ist einfach nur Deko gewesen. Das ist cool. Jetzt können wir wieder raus. Schnell, wir müssen Prinzessin Zelda folgen. Ah, okay, dann folgt er uns nämlich auch und dann können wir ihn nämlich immer diese Teile zerstören. Das sind nämlich so einige gewesen. Vielleicht ist auch die Quelle damit versiegelt und so, wo der eine hin will und... Prinzessin Zelda? Ich kann sie nicht sehen. Was kommt? Dafür roter Nebel aus dem Todesberg. Oh je. Hast du es vergessen? Du hast uns doch gesagt, dass der rote Nebel gefährlich ist und wir wegbleiben sollen. Das war, als Schloss Hyrule plötzlich abgehoben hat und das mit dem Kataklysmus passiert ist. Hier hat die Erde auch mächtig gebebt. Du hast gedacht, dass der Todesberg wieder ausbricht und wolltest nachsehen. Genau, und als du vom Todesberg zurückgekommen bist, hast du diese Maske aufgehabt. Ah, ich erinnere mich.
Ja, ich habe Prinzessin Zelda am Krater des Todesbergs gesehen. Sie hat mit mir geredet und mir diese Maske gegeben. Und Prinzessin Zelda etwa im Todesberg? Garantiert. Na, hier ist sie jedenfalls nicht. Vielleicht sollten wir zum Todesberg gehen. Lukacin, Aufrag, ich werde Prinzessin Zelda suchen gehen. Ihr könnt nicht mitkommen, aber ich werde sie fragen, wie alle so wie früher wären. Bitte vertraut mir und wartet in Gurunia auf uns. Geht klar. Link, komm bitte mit zum Todesberg.